Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dying Light. Und ich setze mein Mikro mal ein bisschen weiter runter, damit es nicht komplett ausrastet. So, wir befinden uns hier auf dem Turm mit dem anderen Typen und müssen jetzt zu Ryze, um die Belohnung zu holen. Ich habe mir aber was anderes überlegt. Wir gehen auf die Quest. Wir werden heute nämlich Hilfsgüter bleibt. Nein. Ach so, das ist die Quarantäne, ne? Vielleicht gehen wir auch noch mal in die Quarantäne rein, einfach nur um zu gucken, wie es da aussieht. Es ist jetzt 15 Uhr und je nach Plan könnte das funktionieren, denn wir gehen dahin. Dafür gucken wir mal kurz auf die Karte. Wo müssen wir da genau hin? Rauszoomen, da. Da sind noch Gebäude überall. Aber wir haben in diesem Teil der Stadt auf jeden Fall schon einiges geholt. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere gibt. Mag sein, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir da unten hin und wir sind da oben wahrscheinlich, ne? Vermute ich einfach mal. Das heißt, wir werden uns da in die Sicherheitszone begeben und warten, bis es dunkel wird. Oder schlafen, besser gesagt. Wie komme ich jetzt hier am besten runter? Seil oder so? Ja, breche ich mir einfach mal kurz die Knochen. Gar kein Problem. Stehe ich drauf. So. Alter, diese Karren, die verwirren mich. Der slidet so hoch, als würde er auf dem Skateboard sein. Okay, das ist verwirrend. Aber gut. Brechen wir uns noch ein paar Knochen. Hauptsache, wir sind frei. Okay. Wir hatten hier irgendwo diese rennenden Zombies gehabt, ne? Ich habe jetzt alle meine Viecher verbraucht. Neue Quarantänezone entdeckt. Huch! Spuck mich nicht an, du Bastard! Ich kann das gar nicht leiden. Gesagt, nicht anspucken. Nein, 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 nein. Ich will doch nur den Typen hier looten. Weil er mich angespuckt hat, muss ich ihn beklauen. Das tue ich immer mit Leuten, die mich anspucken. Fähigkeitsstufe hoch. Was war das andere? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal hier rein. Wir wollten ja sowieso mal in eine Quarantänezone rein. Um zu gucken, wie es da aussieht. Stafford Turtle. Ihr habt mir übrigens gesagt, ich soll öfters mal Autos aufmachen wegen Waffen und so weiter und so fort. Ja, kann ich machen, definitiv. War, hatte ich vergessen. Bergen Sie alle Katastrophenhilfepakete. Ja, wieso nicht? Oh, schön. Ist ein schöner Anfang. Okay, nicht den Boden berühren, heiße Lava. Seid ihr auch wirklich alle tot? Kannst du plündern? Yeah. Nein. Okay. Hat ein bisschen wehgetan. Kann ich mich auf den Leichen abstützen? Frage ist, wo lang? Ah, ich sehe schon. Nein. Scheiße, der verfluchte Schalter ist kaputt. Und jetzt? Ah, Okay, wir können hier noch rumlaufen.
Welcher Knopf war das? Da hinten befinden sich noch ein paar. Dietrich, oh. Erstmal hier alles plündern. Höchstwahrscheinlich werden noch Zombies kommen, oder? Ich vermute es einfach mal. Dietrich, hier kann man immer gebrauchen. Hier kommen wir nicht rein. Ich will nochmal hier die Gegend ein bisschen. Jetzt, wo wir hier laufen können. Noch eine Kasse. Das hier war also mal ein Walmart oder so, ne? Denke ich mal. Ich mag dieses knackende Geräusch nicht. Ich dachte, es wäre eine Kamera, weil es so komisch leuchtet und mich verfolgt. Sieht so aus, als wäre es so eine Kamera, die mich verfolgt. Aber das ist nur der Blinkwinkel von uns. Okay. Ach, deswegen ist der Schalter kaputt. Ah, sonst hätten wir sie alle rösten können. Ich weiß noch nicht, wie wir das da drinnen machen. Vielleicht mit einem Böller oder so. Okay, ich kann noch einen Fähigkeitspunkt verteilen, ne? Ah. Was haben wir denn hier so schön? Sie werden ein besserer Kämpfer. Sie erhalten mehr Ausdauer und Zugang zu neuen Kampffähigkeiten. Ja, sicher doch. Mehr Ausdauer hört sich gut an. Oh, die rennen ja richtig nach mir. Hinter mir her. Wir locken sie erstmal hier rüber, ne? Hallo, Böller, Böller. Nein, Böller. Du sollst Böller werfen, Mann. Ich hab doch Böller. Ach nein, ich hab ja Ninja-Sterne gehabt, ne? Tasche, Alkoholvollstrecker. Habe ich keine Böller mehr? Verbessert den Schaden, Alkohol. Wo sind meine Böller? Ach da! Okay, das ist ein bisschen scheiße, dass ich das nicht auf Shortcut habe. Das könnte mich umbringen. Fuck! So, jetzt muss ich hier weg. Er explodiert! Okay. Wie soll ich denn meine Waffen wechseln? Ich muss ein bisschen weiter weg. Nein, das ist falsch. Bella. Okay. Mehr wollte ich doch nicht den ganzen Tag. Hallo, jeder. Alter. Kümmere dich um die Böller. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Nein, lass hier raus. Wozu werf ich denn die Böller, Jungs? Okay, wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen? Wie soll ich denn noch das Schloss knacken? Wie soll ich denn noch das Schloss knacken zu dem? Ah. Okay. Das ist mal ein scheiß Save Point.
Einfach durchtreten, einfach durchtreten. Okay, dann verprügeln wir sie halt einfach. Okay, dann stirb halt nicht. Ich schnitzel dir die ganze Zeit durch dein Gesicht, weißt du? Ich schnitzel die ganze Zeit durch sein dämliches Gesicht. Letztes Medi. Können wir das vorher modifizieren? Ach, Metallteile, die habe ich jetzt natürlich ausgegeben, ne? Bullshit. Ah, du gehörst doch zu Rice Truppe. Einfach immer wieder treten. Diese Pisser. Da steht er einfach wieder auf. Ein Glück habe ich noch meine Keule. Alter. So, in Stücke gerissen. Komm, ich gebe mir Metallteile oder irgendwas, womit ich wenigstens ein Medikit herstellen kann. Ah, oh, Metallteile. Ach komm, dass die so schnell sind, ne? Okay, einfach weiterlaufen, einfach weiterlaufen. Kurz Ausdauer holen und... Bam! Nein, 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 lass mich doch! Alter, was ist das hier für ein Ort? Boom! Das interessiert ihn nicht wirklich, ne? Ach komm, das ist doch nicht dein Ernst! Ich verzweifle hier. Was zum Teufel geht denn mit dem ab? Ich habe kaum noch eine Waffe. Was zum Teufel? Okay, das war's wohl mit der Waffe. Baseballschläger. Okay, der ist tot. Einzelteile zusammensuchen. Ich muss hier alles von denen rauskramen, was die haben. Vor allem, das ist ja nicht der einzige Raum. Brauchen wir so eine Art Flammenwerfer oder so? Was ist mit dir nicht in Ordnung? Hä? Immer gegen den Kopf, vielleicht bringt das mehr was. Also wenn ich ein Zombie wäre, würde ich sterben, wenn man mir gegen den Kopf tritt. Wieso tust du das nicht? Hast du kein Mitleid mit mir? Willst du jetzt mal sterben, oder was? Du brauchst meine ganzen Waffen. Wo kommst du denn jetzt her? Stehen die Typen einfach wieder auf? Oh, die ist schnell. Die Frau ist schnell. Ist einer von diesen Sprintern, ne? Und du nicht. Du bist ein herkömmlicher Zombie. Gib mir irgendwas Nützliches.
glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Ich werde hier bitterlich krepieren. Ich werde hier all meine Waffen für dich verbrauchen. Kann ich nicht einfach an dem vorbeischleichen? Zur Tür? Ich glaube nicht. Kann ich sie assassinieren? Den Kram kann ich auf jeden Fall nicht benutzen, das weiß ich. Ey, der war kaputt. Wo kommst du denn her? Zum Glück regeneriere ich mich immer ein bisschen. Lebst du noch? Nein. Metallteile, immerhin. Wo kommt die denn her, sag mal? Hä? Ich hab doch immer alles im Blick gehabt. Ah, okay, reparieren wir. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Okay, heilen wir uns kurz. Ich brauch schon so eine Art Flammenwerfer oder so hier, ey. Boah. Stirb oder bleib liegen. Such's dir einfach aus. Aber ich krieg sehr viel Geld, wenn ich hier durchkomme. Denn. Okay, die restlichen Zombies, wenn da noch welche sind, sind in dem Raum da hinten. Oh mein Gott. Was zum wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ah, da kommt immer ein neuer rausgekrochen. Halt's Maul. Okay. Vielleicht kommt er nur rausgekrochen, wenn ich laut bin. Wertsachen brauche ich jetzt ganz, ganz dringend. So wie viel ich hier heute verschwendet habe, ey. Alter Schwede. Vielleicht soll ich einfach nur leise sein. Wie zum Teufel soll ich da rein? Keine Ahnung, aber ich kann die Tür wieder schließen. Oh, ich hätte sie alle hier rauslocken können und dann... Ich hätte sie alle hier reinlocken können. Oh. Und einfach die Tür schließen. Sie sind doch zu dämlich, um Türen zu öffnen. Naja, gut. Was soll's. Wissen wir jetzt Bescheid. Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Klettern. Wäre die einfache Möglichkeit gewesen.
Dann hätten wir hier auch vollkommen unsere Ruhe gehabt, ne? Naja, was soll's. Wer bist du? Tod. Ich verstehe. Knacken wir erstmal dieses Schloss hier. Na komm, Baby. Nein! Sauber. Gib mir was Gutes. Eine Waffe wäre auch schon nicht schlecht. Kreuzritter? Dafür? Ach komm. Leben. Oh. Endlich mal was Positives. Hier muss auch Leben drin sein, ne? Küchenkram. Alva. Hätte ich damit die Zombies herlocken können? Also ablenken können? Es gibt also Dinge und Möglichkeiten, wie man hier quasi überleben kann, ja? Ich verstehe. Oder die Leute wenigstens weglocken kann. Das heißt, dass Quarantänezonen sind eher Schleichpassagen, würde ich sagen. Mit ein bisschen Stealth, mit Radio ablenken und ab und zu mal eine Horde Zombies. Würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß es natürlich nicht, ich bin hier Kacknoob. Ach. Aber jetzt haben wir alle weggeschmetzelt, ne? Was soll's. Was leuchtet denn hier bitte denn noch? Das habe ich übersehen? Ist hier noch eins? Naja, nur ein bisschen Geld. Weil meine Quest zeigt mir immer noch an, dass hier irgendwas sein soll. Okay, gehen wir erstmal weiter. Hier haben wir noch eine Tür, die verschlossen ist. Da haben wir auch noch eine Tür, ne? Oh. Da sind noch Zombies drinne. Die respawnen da, glaube ich. Hoffentlich kommt da jetzt keiner rausgekrochen, währenddessen ich hier am Rumarbeiten bin. Alter, nicht denn jetzt hier. Wo soll denn die Stelle sein? Okay, wir haben noch genug Dietriche, um das Ganze hier zu knacken. Das ist recht easy. Ich meine, wir haben sogar Zeit der Welt, weil keine Zombies da sind. Außer in diesem komischen, verkackten Raum. Wo die auch schön drinnen bleiben können. Tasche. Ein einfacher Hammer. Wow, ja. Cool. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also mein letztes Questziel sagt mir immer noch, dass beim Empfang da hinten eine Tasche sein soll. Also so schwer war das jetzt nicht hier. Ich meine, hätte ich gewusst, wie man hier handelt, dass man da ein Radio hat, dass man sie ablenken kann, dass man sie einsperren hätte können in der Empfangshalle. Dann wäre das definitiv leichter gewesen. Das heißt, die nächste Quarantänezone wird definitiv etwas entspannter für mich, weil ich weiß, um was es hier geht. Und ich quasi einen Plan schmieden kann, indem ich mir die Umgebung angucke, die sicheren Zonen angucke. Wo die Zombies nicht hinkommen. Willst du mich eigentlich verarschen? Spiel. Wo soll dieser dreckige Punkt sein? Hä?
gefunden. Erstmal 7 Dietrich hier rausgeballert dafür. Da ist bestimmt irgendein Müll drin. Ein Armeespaten. Na gut, der ist nicht schlecht. Und eine Tasche noch. Da kommen wir nicht hin. Jetzt schleichen wir uns nochmal in den letzten Raum. Und dann suchen wir die das letzte Paket in der Empfangshalle. Ah, da kommen wir gar nicht hin. Tschüss. Okay. Abgeschlossen. Ich bin erster Platz. Es wird Nacht. Ich wiederhole, es wird Nacht. Kommt zum Turm zurück, solange ihr noch könnt. Ach, hier war der Ausgang. Okay. Zu den Slums. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute mit der Quarantänezone. Ich habe sehr viel Zeit darin verschwendet, weil ich nicht wusste, was da abging, weil ich erstmal alle Zombies töten musste. Aber wir haben alles rausgeholt. Alles, was geht. Freunde, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Seho. Tschüss.